Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Street Racer, und herzlich willkommen zu einer weiteren nitrogeladenen Folge Need for Speed Most Wanted. Ich heiße dich wie immer recht herzlich willkommen, bedanke mich fürs fleißige Einschalten und fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge und fürs Reinschalten in diese, ne? Wir sind wieder am Stisse. Ich habe heute einen schweren verkaterten Tag hinter mir gehabt. Wir haben es gerade 21.53 Uhr und ich wollte für morgen wenigstens eine Folge aufnehmen. Ich habe ein bisschen mit Sodbrennen zu kämpfen und. Also nehmt es mir nicht übel, wenn das hier heute alles ein wenig verkatert wirkt, ja? Okay, wir legen los, denn ich habe trotz alledem etwas gespielt. Wir haben alle Rennen und alle Meilensteine gemeistert, um den nächsten, den Ronny, die Nummer 3 der Blacklist herauszufordern. Und ich habe das Auto umgebaut. Zeige ich mal ganz kurz. Der Aston Martin DB9 hat ein neues Bodykit bekommen und einen neuen Farbanstrich. Einfach, weil ich die Heatstufe etwas runterbekommen wollte. Ich habe außerdem den RX-7 verkauft und den Chevrolet. Und habe die Dodge Viper noch behalten und auch den RX-8. Und natürlich unseren Aston Martin DB9, den ich jetzt mal lila-schwarz gemacht habe. Auch eine sehr... Oh nein, nicht verkaufen. Auch eine sehr, sehr geile Kombi, wenn ihr mich fragt. Wir gehen jetzt aber direkt rein und fordern den lieben Ronny raus, ne? Ach du Heiliger. Zwei Rundkursrennen und einen Sprint. Na, das wird ja ein Spaß. Legen wir los gegen Ronny. Der Ronny, der bringt gleich wieder Freunde mit zum Rennen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, er lässt die Cops mal ganz eben links liegen, ne? Und kommt so bei uns zum Rennen an. Es wird übrigens, so wie es ausschaut, ein Aston Martin DB9 gegen ein Aston Martin DB9 rennen. Ich bin sehr gespannt. Legen wir los. Aua, hey. Was rammt der mich? Okay, die Strecke bin ich ja noch nie gefahren. Oh, Ronny. Ja, den habe ich erstmal gut in die Bande gejagt. Hihi. Okay, okay. Oh, Alter, bleib stehen, bleib stehen. Was haltet ihr von der Farbkombi meines Aston Martin DB9? Ich habe das Triber auch mal abgeändert, weil, wie gesagt, ich brauchte Veränderung optische am Fahrzeug, um die Heatstufe zu verringern. Alter, warum ist den sein? Der kann eigentlich gar nicht viel schneller sein als ich. Das geht eigentlich gar nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, das war so dumm. Das war so dumm von mir. Oh, shit, ey. Aber drei Runden gegen den. Ui, das wird hardcore. Das wird wirklich hardcore. Oh, ich krieg auch die Kurven nicht. Das ist nicht gut. Ich meine, immerhin sehe ich ihn noch, aber er flitzt halt auch davon, ne? Mir wurde übrigens in den Kommentaren geschrieben, ich solle doch die Bewegungsunschärfe ausschalten im Emulator. Also, ich habe keine Bewegungsunschärfe im Emulator an, also beziehungsweise ich wüsste gar nicht, wo ich die ein- beziehungsweise ausschalten kann. Also für denjenigen, der mir das geschrieben hat, du kannst mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo man das finden soll, beziehungsweise wo man es ausschalten können soll, denn ich weiß es tatsächlich so gar nicht. Also ich habe keinen blassen Dunst. Du kannst es mir also sehr, sehr gerne reinschreiben. Ach du Jemine. Das ist kein langes Rundkursrennen. Aber dafür umso schwieriger. Weil der Ronny. Der ist gut. Oh, 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 oh. Ich lieg wieder vorn. Aber ich krieg die Kurven gerade nicht. Bin gerade nicht gut. Bin gerade gar nicht gut. Alter, Ronny, verpiss dich. Oh, shit, oh, shit. Komm schon. Alter, Ronny kommt. Ronny hängt mir am Rockzipfel. Wir fahren mal hier rechts durch. Wir gehen jetzt mal kein Risiko rein und ich fahre jetzt mal hier keine dumme Abkürzung. Das machen wir jetzt hier mal nicht. Oh,
Oh shit, Alter, die Kurve. Ich will eigentlich immer die Handbremse ziehen, aber irgendwie macht das mein Auto nicht. Ich weiß nicht, drücke ich nicht rechtzeitig genug? Gehe ich nicht genug in die Kurve oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwie, Alter, jedes Mal. Auf jeden Fall zieht er die Handbremse nicht. Das wird ein spaßiges Rennen. Der Ronny ist gut. Und das ist ein echt Scheißsprung. Der legt dich halt jedes Mal lahm. Das ist ja komplett zum Kotzen. Okay. Okay, wir haben einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Was sehr, sehr gut ist. Aber der kann halt auch ganz schnell wieder dahin gehen, ja. Ganz, ganz schnell. Alter, komm schon, krieg doch mal die Kurve, du Aston Martin, ey. Boah, der DB9, der liegt immer wie so ein Panzer auf der Straße. Wenn du den zum Lenken animieren willst, da brauchst du wirklich eine Zirkusmanege. Damit der überhaupt irgendwas macht. Also, versteht mich nicht falsch, das Ding ist brachial und es fährt sich echt schön so auf die Art. Aber die Lenkung, obwohl das Handling auf Maximum ist, finde ich, steuert sich das Ding. Es ist halt wirklich, weiß ich nicht, eher so eine Luxuslimousine als ein schön getunter Wagen, mit dem man leichtgängig und leichtfüßig durch die Gegend fahren kann, ne? Das muss man halt einfach auch immer mit auf dem Schirm haben. Alter, voll in die Bande reingejagt. Shit, shit, shit. Und dadurch kommt der Ronny gut ran. Und das ausgerechnet kurz vorm Schluss. Oh nein, nicht die Kontrolle verlieren, nicht die Kontrolle verlieren. Das wäre jetzt nicht so gut. Kurz vorm Ende. Komm schon, komm schon. Ronny, du bleibst hinter uns und wirst erledigt. Yes! Erster Sieg im ersten Rennen. Let's go, rein da ins Sprintrennen. Sprintrennen. Das wird jetzt, glaube ich, genauso ein Spaß. Ich muss sagen, sein Spoiler gefällt mir besser als meiner. Denn sein Spoiler passt echt cool dazu. Mein Spoiler sieht halt schon ein bisschen niedlich aus aktuell. Oh, Alter. Autos ohne Ende. Autos ohne Ende. Gegenverkehr. Gegenverkehr ist auch Verkehr. Uiuiuiui. Ja, aber aktuell fahre ich noch nicht so schlecht. Wird sich wahrscheinlich gleich noch ändern. Aber die Kurve habe ich gut gemeistert. Das habe ich gut gemacht. Ich habe immer so den Eindruck, Alter, wie viel Verkehr hier gerade unterwegs ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe immer so den Eindruck, dass aktuell die Autofahrer hier auf den Straßen so ein bisschen gegen mich arbeiten. Manchmal steuern die direkt in mich rein oder du denkst dir so, yo, warum, wieso, weshalb? Was habe ich eigentlich für eine hässliche Spoilerlippe da unten? Das ist durch das Bodykit, ne? Ich dachte mir mal, ich muss mal ein bisschen optische Veränderungen machen am Auto. Anderes Bodykit draufgehauen, andere Farbe und sowas. Und jetzt habe ich hier so eine komische Carbon-Spoiler-Lippe dran, die irgendwie sehr, sehr crazy und krass aussieht. Boah, ich höre ihn doch schon wieder im Rückspiegel. Wie kann man jemanden im Rückspiegel hören? Gute Frage, ne? Okay, wir fahren gut. Wir fahren gut. Wir fahren gut. Die Taxifahrer sind unterwegs, kamikaze-mäßig. Ihr merkt schon. Die wollen uns eigentlich erwischen, aber aktuell fahren wir ihnen davon. Alter, wie viel Verkehr? Guckt euch das an. Die Stadt war noch nie so belebt. Heute ist bestimmt Black Friday. Die wollen alle nochmal raus in die Einkaufsmärkte und die geilen Geschäfte bzw. die geilen Schnäppchen wollen sie ranholen. Habt ihr dieses Jahr zum Black Friday was gekauft? Seid ihr dem Shoppingwahn verfallen? Oder habt ihr es gelassen? Ich tatsächlich konnte auch nicht widerstehen. Ich habe mir da auch ein bisschen was gegönnt. Nicht viel tatsächlich. Aber so ein bisschen was.
Zum Beispiel einen neuen Controller, mit dem ich hier gerade spiele. Weil mein alter, der, naja, da waren die Tasten ein bisschen ausgefranst und die hintere Taste, wo man Nitro einsetzen konnte, bei dem, Alter, was ist mit der Feuerwehr los? Die hintere Taste, wo man Nitro einsetzen konnte, die hat immer geklemmt. Dann hat der Controller zwischenzeitlich das Lenken immer mal ausgesetzt und so eine Sachen, deshalb ein neuer Controller musste her. Ja, nice, okay, das Sprintrennen, auch kein Problem, wir haben es beim ersten Mal geschafft. Legen wir los mit dem letzten Rennen, das wird auch wieder ein Rundkursrennen, bin gespannt. Okay, wieder unten an den Schiffshafen, oder? Boah, das ist aber ein kleines Rundkursrennen, so wie das ausschaut. Das ist aber ganz klein. Ich weiß nicht, ob das so gut war, jetzt hier rumzuspringen. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ach du heilige... Okay, das ist diesmal die Runde andersrum, oder was? Irgendwie hat der sich gerade festgesetzt. Für uns nur gut. Ich bin da drüber gesprungen und ich glaube, er hat sich irgendwo festgehakt. Das heißt, ich konnte einen richtig guten Vorsprung erzielen. Und jetzt ist die Frage, ist das Rundkursrennen einfach nur andersrum? Ich glaube, das ist das gleiche Rennen, nur andersrum, oder? Das wäre ja ultra crazy. Das wäre ja sowas von crazy, wenn das einfach nur das gleiche Rennen andersrum ist. Wobei es wirkt kürzer, oder? Oh. Nee, das ist tatsächlich das gleiche Rennen, nur andersrum. Das erste Rundkursrennen ist das hier nochmal. Nur, wie gesagt, entgegengesetzt. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Und diesmal halt nicht drei Runden, sondern nur zwei. Ach du heiliges Kanonenrohr, crazy. Aber trotz, dass es eigentlich die gleiche Strecke ist, ist das gleich so ein anderes Fahrgefühl. Und es wirkt so anders wie gerade eben, das ist unfassbar. Das glaubt man gar nicht. Aber es ist tatsächlich so. Es kommt einem vor wie ein komplett anderes Rennen. Komplett andere Strecke, wie dem auch sei. Völlig egal. Ach, der ist hier gegen so einen Pfeiler bestimmt gejagt, ne? Alter, 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 was mache ich hier? Ich bleib übelst hängen. Halleluja. Naja, aber bis... also Ronny stellt aktuell kein Problem dar. Da war Webster und so in den vergangenen Folgen deutlich härter. Bislang ist Ronny jetzt nicht so die große Leuchte. Nicht so der große Gegner, auf den ich jetzt erwartet oder den ich erwartet habe in Runde Nummer 3. Blacklist Nummer 3, nicht Runde 3. Ist ja nicht erst der dritte Blacklist-Gegner, gegen den wir antreten. Alter, die Kurve habe ich nicht gut genommen. Und dadurch kommt der Ronny nochmal ran, ne? Da gebe ich dem Ronny natürlich aber auch die Möglichkeit, wieder ranzukommen. Taxi-Kamikaze-Fahrer sind wieder auf der Straße unterwegs, aber ich bin gut ausgewichen. Beziehungsweise habe ich mich durchgeschlängelt, wie so eine kleine Blindschleiche. Da kam der Iris. Hihihihi. Mit Speed um die Kurven, das können wir. Oder eben doch nicht. Alter, warum kommt der jetzt auf einmal so ran? Ich fahr nicht mal schlecht. Ich mach nicht mal Fahrfehler. Ich mach nicht mal Fahrfehler und er kommt ran. What the hell? Oh nein. Nein, letzte Kurve jetzt nicht versauen. Puh, Gott sei Dank. Ja, Freunde, das war Ronny. Ne? Mach's gut, Ronny. Das war die Nummer 3 der Blacklist. Und damit haben wir den guten Ronny abserviert. Tschüss, Ronny. Bestell Razor, liebe Grüße von mir. Aber erstmal wählen wir jetzt wieder zwischen zwei Symbolen hier bei dir aus, ne? Komm, geh mal rein. Oh, ich habe seinen Fahrzeugschein. Geil, ich habe noch einen Aston Martin. Was? Ach so, ich dachte schon, habe ich doch. Geldbonus war noch nice. Na gut, kostet noch so einen Knast. Ja, nehmen wir auch mit. Gut, Freunde, das war die Nummer 3 der Blacklist. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Nächster Gegner auf der Blacklist ist der liebe Toru Sato. Kurz vorm Bull.
fährt einen Mercedes-Benz SLR McLaren. Und seine Stärke sind Sprintrennen. Lebenslauf. Wenn Razor nicht wäre, würde Toro vermutlich immer noch von der Blacklist träumen. Razor meint, er hätte ihn im Griff, dabei ist die Lackierung noch das einzig serienmäßige an Toros Wagen. Er hasst Kratzer an seiner Kiste, also verpass ihm einen kleinen Schubser, wenn du kannst. Oh, Freunde, das ist die Nummer 2, danach kommt schon Razor. Aber vorher müssen wir uns erstmal noch um Bull kümmern. Haben die nicht gerade gesagt, an seinem Auto ist nichts mehr Serie? Das Ding sieht absolut Serie aus. Einfach schwarz, ein paar andere Felgen drauf und ansonsten sieht das Ding komplett Serie aus. What the hell, okay. Finde ich jetzt nicht schlecht, also um Gottes Willen. Du hast die Top 3 geknackt. Und das, obwohl du nichts hattest, als du aus dem Knast gekommen bist. Nicht übel. Noch ein Blacklist-Fahrer und Razor gehört uns. Na, aber Mia. Du lässt dich nicht mehr blicken. Irgendwas ist faul mit dir. Wird mir zumindest immer von Rock erzählt. Irgendwas haut hier nicht hin. Irgendwas geht mir da tierisch gegen Strich. So, was machen wir jetzt, Freunde? Ich würde sagen, erstmal noch ein bisschen Tune, oder? Ich drehe erstmal voll meine Donuts, Alter. So, komm, wir gehen hier mal rein und gucken mal, was wir mit dem Aston Martin noch so machen können. Wir können ja hier nämlich ein bisschen Leistung noch nach oben schrauben. Wir haben einen neuen Motor freigeschaltet. Den, Alter, der kostet 100.000 fast. Für so ein bisschen, was da jetzt reinkommt. Holla, die Waldfee. Naja gut, müssen wir ja kaufen, ne? Wir wollen ja mit dem Aston Martin noch die Nummer 2 der Blacklist auf alle Fälle bezwingen. Nummer 1 werden wir definitiv nicht mit dem Aston Martin fahren. So viel kann ich euch schon sagen. So, 174.000, die legen wir gut an. Das Auto ist damit jetzt auf Maximum. Mehr geht. Was haben wir denn noch für Leistung? Ist noch Getriebe was neu? Nö. Fahrwerk? Nö. Nitro? Nö. Reifen vielleicht? Nein. Bremsen vielleicht? Auch nicht. Nö, ich hab alles. Turbo habe ich ja auch schon in 9. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für diese Folge mit Need for Speed Most Wanted. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung da lassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und in die Kommentare reinschreiben, was ihr zum Black Friday gekauft habt. Und was ihr natürlich vom Auto haltet. Und mit welchem Auto wir weitermachen sollen oder so ein Kram. Wobei, ich möchte ja eigentlich eh mit dem Aston Martin jetzt auf jeden Fall auch noch den nächsten Blacklist-Fahrer erledigen sozusagen und dann die Nummer 1 der Blacklist bezwingen wir definitiv mit dem Mazda X8. Warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr noch. Aber jetzt erstmal Tschüssikowski, macht's gut, bis zur nächsten Folge, bleibt schön gesund, haut rein und ciao, ciao.